kann die denn schon groß machen, außer sich ausziehen? Wendlers Mama liebt Laura. Das ist ja schon peinlich. Bild-Zeitung, die schreibt dann, Michael Wendler schmeißt seine arme Mutter auf die Straße. Endlich geht's um die Liebe. Ich liebe Schmuck. Was wird Laura erben? Schulden. Ist der aktuelle Stand vom Finanzamt knapp unter einer Million. Oh. Halt am besten den Mund und sag gar nichts mehr. Ich halte nicht meinen Mund. Willkommen zu Laura und der Wendler. Jetzt wird geheiratet. Es ist früher Nachmittag in Pforzheim. Ein Tag, auf den sich besonders Laura freut. Endlich Schulferien. Laura und Michael sind hier im Wagen unterwegs. Von außen betrachtet ist das also eine Geisterbahn. Achso, ja, das auch natürlich. Heute werden die Eheringe geshoppt. Ehering. Oder wie Dani Büchner sagen würde, Geschäftsmodell. Der kann, ne, so. Ach, guck mal. Ihr werdet es schon erwarten. Wendlers Gläubiger sind auch schon da. Freunde. Oh, Schmuck, ist es schön. Es müssen individuelle Ringe sein. Möchten Sie einen einfarbigen Ring? Ja. Jetzt geht schon mal, was für mich immer ganz wichtig ist, die Form. Die Form oder wie Michaels Chirurg auch sagen würde. War halt wie ein Unfall. Beide sind Satz, die waren gerade bei der Eselfütterung. Jetzt volle Konzentration auf den Ring. Und die passen mir alle. Die passen mir alle. Ja, das geht auch nicht um Größen, deswegen, weil du gesagt hast, 4,5. Aber die passen mir alle. Ja, super. Ich finde den total mickerig. Also Schatzi, das geht um die Form, nicht um die Größe bei dem Ring oder die Dicke. Hast du verstanden? Genau. Baby? Die Breite. Einfach mal nein. Mal welche Form gefällt. Okay. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Laura dem Michael irgendwas erklärt. Mehr Jahre Altersunterschied als Verstand. Kann es eigentlich sein, dass der Ringverkäufer mal Bauer war? Dann hätte er jetzt jedenfalls sowas wie einen Vorteil und könnte diese ganze besser ertragen. Oh Gott. Oh, ist die Liebe schön. Super. Nein, furchtbar. Eigentlich habe ich nichts zu sagen. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Nachmittag. Laura hat also die Hosen an. Der Wendler nimmt es gelassen. Wir sind um jede Sekunde dankbar, in denen der Wendler jedenfalls seine Hose anlässt. Es mag schon sein, dass viele das hier als Beziehung betrachten. Ich sag eher Schrottwichteln. Aber man kann hier ganz viel über die Relativität lernen. Im Umfeld von Laura wirkt Michael nicht mehr ganz so doof, wie man dachte. Weil bin ich ja soweit schon außer der Gravierung durch. Und jetzt müssten wir den Ring halt für Laura ein bisschen... Wir gehen noch mal her und toppen das Ganze in den Brillanten, indem wir einfach lupenreine Steine nehmen. Mhm. Na? Ja. Das hat noch mal so grundsätzlich, wenn der Ring fertig ist, ein ganz anderes Feuer. Also Freunde, den Wendler in Sachen Optik fragen, das ist genauso menschenverachtend wie bei Schwiegertochter gesucht das Spiel. Wer die meisten Zähne hat, gewinnt spielen. Ihre Traumringe. Ich will ihn jetzt schon anziehen. Ja, du musst noch ein bisschen warten. Ich weiß. Schön, ne? Ich möchte nicht, dass Michael jetzt irgendwelche Diamanten trägt, deswegen habe ich die Steine übernommen. Immerhin ist der Ring gut bestückt. Der Wendler trifft mit seiner Flinte ja sonst auch nur im Schützenverein. Es stimmt, aber Michael darf keine Diamanten tragen. Die würde der Zoll am Frankfurter Flughafen ja auch direkt wieder pfänden. Mein Ring ist schlichter. Ja. Ihre hat mehr Glamour. Es glänzt, es glitzert. Er sieht sehr, sehr hochwertig und fett aus. Ich sag's mal einfach so. Und bei mir ist er mehr so. Oh, so schön. Tiefes. Vom Norma. Egal wie. Fakt ist, schlappe 4.300 Euro kosten die Eheringe der neuen Wendlers. 4.300 Euro? Umgerechnet für mich heißt das 21 mal Kindergeld. Der Wendler war ja ganz offensichtlich mal Schuhverkäufer. Oder warum spricht der Laura Sprache ziegisch sonst so perfekt? Laura ist ja da sehr talentiert. So ein Schmarrn. Die weiß genau, was sie will. Fame werden, Instagrams pushen. Und ich will... Körperliche Nähe. Ja. Ich habe wenig zu sagen. Nicken, wenn es dann ums Bezahlen geht, und dann stimmt das. Life Goal: jemanden finden, der einen genauso liebt wie Laura Michaels Geld. Also Laura wünscht sich für die Hochzeit auch viele Rosen. Wir wissen natürlich alle, bei wem es da viel mehr um Rosé gehen würde. Zum Wohl. Wobei, Micha und Geld, war da nicht mal irgendwas? Anstatt sich weiter auf seine Traumhochzeit vorzubereiten, muss sich der Wendler ärgern. Jeden Tag neue Schlagzeilen über Schulden und sogar die Behauptung, er ist pleite. Laura sucht für ihr Leben eine Stütze und Micha bekommt in seinem Leben die Stütze. Und vielleicht kriegt er es auf die Kette. Ich meine, er ist ja super bekannt. Er war in so vielen Arbeitsämtern. Da hat er inzwischen mehr Leute kennengelernt, als Deutschland Einwohner hat. Da haben wir das Finanzamt mit der Forderung von 1,25000. Schöne Zahl. Zustande gekommen ist diese Summe durch den Verkauf des Gestütes und durch die Einstellung der Firma. Ja, die gute alte Zeit. Sein Motto bei den Dates war immer, wenn man eine ordentliche Braut hat, kann man doch noch mal reiten. Also erstmal auf die Pferde. Die Reitprüfung gibt es dann nachher beim Einzeldate.
Michael Wendler hat ja jahrelang ein Pferdegestüt betrieben. Das Finanzamt Dienstlaken ist dann bei einer Nachprüfung auf den Trichter gekommen und hat gesagt, passt auf, hier müssen Steuern nachgezahlt werden. Warum war ich Michael der Einzige, der beim Reiten keinen Helm tragen musste? Nach dem Motto, wo nichts ist, kann nichts erschüttert werden. Sag mal, ist es eigentlich ein Zufall, dass nach dem Pferdeaus vom Wendler im Lidl die Lasagne im Angebot war? Dann wollten die diese Summe von mir auf einmal wieder haben. Das war für mich ein Schlag ins Gesicht. Und die Verstreckung bedeutete, dass all meine mein Eigentum in Deutschland komplett gepfändet wurde. Die Finanzlage zeigt leider genau dahin, wo Wendlers Nase auch hingezeigt hat. Einmal um die Ecke, ganz nach unten. Aber Moment, das komplette Eigentum wurde gepfändet. Leider wollte noch nicht mal die Kleiderkammer die hässlichen Philipp-Plein-Shirts. Sag mal, Michael, ganz ernsthaft, wo genau im Darknet findet man die eigentlich? Seit 2019 ist der aktuelle Stand vom Finanzamt knapp unter 1 Million gesunken. Das haben die alles eingefroren. Der Schlagersänger hat ja sonst ein dickes Fell, was er aber gar nicht leiden kann, wenn er ungerecht behandelt wird. Ein dickes Fell, besser bekannt als hätte Desiree Nick bei Promis unter Pan einfach mal ihr Kleidchen da gelassen, wo es hingehört. In einer dieser Wohnungen von mir lebt meine Mutter. Ach du je. Und zwar völlig kostenlos. Wenn das Finanzamt diese Wohnung versteigern sollte, steht meine Mutter auf der Straße. Und was macht dann die Bild-Zeitung? Die schreibt dann, Michael Wendler schmeißt seine arme Mutter auf die Straße. Das ist ja eine Katastrophe. Und ausnahmsweise meine ich damit mal nicht Wendlers schlecht gefärbte Haare. Bevor das passiert, hat Wendlers Mama vielleicht mal liebe Grußworte zur Hochzeit? Das ist ja schon peinlich, ne? Nee, Michael. Was hat die denn schon geleistet? Kann die denn schon groß machen, außer sich ausziehen? Ich liebe dich. Da haben wir wieder so ein super Beispiel für den Unterschied zwischen kostenlos und umsonst. Wendlers Mama wohnt da kostenlos, Michas Nasen-OP war völlig umsonst. Wenn ich Schwächen charakterisieren müsste von Michael Wendler. Ah, ich möchte lösen. Nein, nein. Nicht. Tag der offenen Tür im Kindergarten. Würde mir schon auffallen, dass er zu schnell manchen Leuten zu sehr vertraut, auch manchmal den falschen Leuten gegenüber. Was nicht heißen soll, dass Michael Wendler ein Unschuldslamm ist. Jeder ist auch ein Stück weit für seinen Ruf selbst verantwortlich, das weiß er auch. Michael vertraut also zu schnell falschen Menschen. Wer ist seit Jahren nochmal sein Manager? Sein schlechter Ruf sorgt für ein angespanntes, ja verspanntes Gefühl. Ich kann dich beruhigen, das ist einfach nur das Botox. Auf den Punkt. Doch das will der Wendler selten hören. Sieht sich doch zu gerne als Opfer und ständig falsch verstanden. Bei seinem guten Freund Chris Töpperwien will er sich ein bisschen Luft machen und einen Rat holen. Denn auch der King of Currywurst kennt sich mit Shitstorm, Geldsorgen und Co. gut aus. Zwei Pleitegeier unter sich. Da sieht man es mal wieder, hat sich der Töpperwien damals im Dschungelcamp nicht total gegen I'm a Money Magnet geweigert? Schon länger. Ich habe ihm gerade davon erzählt, dass wir doch vor einigen Tagen, Wochen eine Schlagzeile hatten in der Bild-Zeitung, diese Pleite-Promis leben in Saus und Braus. Da hast du jetzt eine einstweilige Verfügung gekriegt, gegen die Bild-Zeitung erwirkt? Genau. Ich hätte es nicht gedacht, ne? Aber am allerliebsten würde ich genau das machen, was Bachelor Sebastian damals nach seiner Schwanenattacke gemacht hat. Darfst du jetzt echt und? Wir müssen jetzt auch 2/3 der Kosten tragen. Warum nicht alles? Warum musst du 1/3 der Kosten bezahlen? Ich fände das unverschämt. Was ich immer zu meiner Mathelehrerin gesagt habe, wenn ich meine Klausur zurückbekommen habe. Dann müssen sie dir noch Schadensersatz leisten. Was ich immer zu meinem Physiklehrer gesagt habe, wenn ich meine Physikklausur zurückbekommen habe. Wenn sie dir Leid antun, müssen sie Schadensersatz bezahlen. Ja, aber warum zahlt er seinen Fans dann keinen Schadensersatz? Ich finde, eigentlich muss die Bundesregierung hier mal ran und muss in solchen Fällen Prominenten einen allgemeinen Schadensersatz zusprechen, wenn die Zeitung nicht mehr in der Lage ist, vernünftig zu recherchieren im Vorfeld. Die machen ihre Arbeit gar nicht mehr. Okay, nice. Er regt sich über seine inszenierte Zusammenarbeit mit der Bild genauso peinlich auf, wie er singt. Wobei, er hat natürlich recht. Die Bild recherchiert genauso sauber, wie Wendlers Tonspezialist Autotune verwendet. Michael, denk doch einfach an den Lieblingssatz deiner Mama. Halt am besten den Mund und sag gar nichts mehr. Ich halte nicht meinen Mund. Leute interessieren sich dafür, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht interessiert die Leute tatsächlich nur, wie teuer der Verlobungsring von Laura war. Uns interessiert natürlich, wie oft du deine Seele noch an RTL verkaufen musst, damit du für diesen Ring hier nichts bezahlen musst. Du darfst dich nicht so viel aufregen, sonst fällt dir die Nase ab. Aber dann dürfte er auch nicht mehr singen. Ich kann doch machen, was ich will. Alles wird irgendwie immer auf die Goldwaage gelegt. Und das verstehe ich einfach nicht. Ich bin doch ein ganz normaler Mensch. Da bin ich vielleicht auch ein Phänomen. Nein. Aber ich brauche das nicht. Ich will nur singen, ich will meine Lieder machen, ich will meine Freundin um mich haben. Okay, Michael denkt, er wäre ein ganz normaler Mensch. Willkommen zum verrücktesten Fernsehmoment im Jahr 2020. Und wir hatten in diesem Jahr schon eine Hexenstory beim Bachelor rund um einen Pickel.
Es soll ja schon in 3 Monaten geheiratet werden. Dafür brauchen Laura und Micha schöne Ringe. Und die werden nun genau nach ihren Vorstellungen angefertigt. Laura hat heute eher so einen Gammeltag oder wie sie sagt, Arbeitstag. Aber guck mal, ne? Wendlers Nase ist jetzt total schmal. Die Breite ist so schön. Weil sie so schmal und klein ist. Also beziehungsweise, weil jetzt das Motto an der Nase eines Mannes erkennt man sein... auch passt. Oh mein Gott, weil jetzt noch Steine drin sind. Guck mal bitte. Das ist schön, jeder schön einzelne Stein breite. Ist auch noch in so einer eigenen Fassung für sich eingebracht. Ja. Ach, da sind noch gar keine Steine drin? Nein. Ach, das sehe ich auch. Das sehe ich nicht mehr. Oh mein Gott, ehrlich? Nein. Dann kriege ich Angst. Micha konnte Lauras Alter auf ihrem Perso damals beim ersten Date auch nicht so richtig erkennen. Wie jede Promi-Hochzeit wird auch die unter dem Motto stattfinden, Schönheit vergeht, das lange Plattenverwertungsrecht besteht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Micha und Laura, wie ist denn das jetzt für euch, hier bei Menschen zu sein, die richtig arbeiten müssen? Das ist ja mega. Das ist eine andere Welt. Laura, guck mal rein. Ehrlich? Oh, ein Steinchen. Also ich bin wie so eine kleine Elster. Ich liebe es, wenn es funkelt. Deswegen ist es natürlich, so größer der Diamant ist, desto mehr funkelt er natürlich auch. Das Funkeln in Lauras Augen kennen wir sonst nur von Claudia Obert, wenn sie auf einer Aftershow-Party die Spuckreste aus den Champagnergläsern in ihren Flachmann füllt. Was hat eigentlich die Nervosität mit Wendlers Augenpartie hier zu tun? Na? Spannung liegt in der Luft. Darf sie aufklappen jetzt? Ja, vor der Hochzeit schon. Wir ziehen sie nicht an. Vor der Hochzeit schon. Wir ziehen sie nicht an, dann gucken sie an. Hey, wieso? Ich habe Anrecht darauf, das zu sehen. Jeden Abend gucke ich jetzt den Ring an. Gut, dann hat sie also gleich 2 kleine und unnütze Dinge, die noch im Originalzustand sind. Aber sag mal, hat der Verkäufer da nicht was vergessen? Laura hat doch bald ihr Abi. Tschüss, Laura. Tschüss. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Es wird, wenn alles klappt, am 2.8. geheiratet. Damit wir wirklich dann auch den passenden Ort haben in Las Vegas. Ja. Las Vegas, ob das klappt? Oh je, nicht, dass die Stimmung vor der Hochzeit noch genauso kippt wie Nadel, wenn sie gerade auslaufen soll. Naja, anyway. Es geht weiter im Hochzeitsexpress. Der Wendler braucht einen neuen Anzug. Also klassisch sollte es schon sein. Ich kann da auch mal was zeigen. Mhm. Ich finde das auch schick, so mit diesem Silber. Ist das ja. Silber? Ja. Auf dem Handy? Ach so, ja, das ist natürlich wirklich ein richtiger Klassiker. Aber Silber? Ach so, wenn Einzelfäden so Silber sind, gut, das liegt natürlich einfach am Alter. Schick. Es einfach. Sieht nach Bräutigam aus, es sieht feierlich aus. Sie sind der Gastgeber, von daher können wir Vollgas geben. Ne? Was auch immer das heißt. Angeblich ist ja auch Michaela Schäfer eingeladen und alle sind gespannt, wird sie ihr berühmtes Abendkleid anziehen? Wobei dann natürlich die Gefahr besteht, dass ein Service-Mitarbeiter ihr einen gelben Sack überstülpt. Sieht schön aus. Also wir sprechen jetzt auch hier nicht von einem schlichten Business-Anzug. Ja, der ist schon feierlicher. Ich glaube schon, dass das auch ihrer zukünftigen sehr gut gefallen wird, ne? Also, damit es Laura gefällt, müsste doch Anna oder Elsa vorne drauf abgedruckt sein. Laura und Micha sind nur zusammen intelligent. Also, falls das alte Mathe-Mantra von Minus mal Minus ergibt Plus auch für IQ-Werte gilt. Die Laura, die steht total auf Anzug. Dann sage ich immer, du, wir leben in Florida. Ich kann nicht den ganzen Tag in Anzug rumlaufen, nur weil du das schön findest, ja? Die immer mit ihrem 50 Shades of Grey. Der Verkäufer überlegt vermutlich gerade, ob er diese Krawatte nicht für irgendwas anderes verwenden könnte. Ich würde jetzt mal den Strick mir jetzt da umhängen. Jetzt kommt die graue Weste, ähnlich wie sie es mir auf dem Inspirationsbild gezeigt haben. Ja, obwohl die nicht ganz so super hip ist, finde ich. So richtig hübsch, oder? Ich kann auch nicht direkt den Ferrari rausholen. Ja, so, also möglichst, möglichst cool. Dann bringe ich den. Und nicht so uncool. Okay. Das sieht aus wie so ein Oberauf, so ein Kreuzfahrtschiff. Moment, aber was hat das genau mit dem Anzug zu tun? Dann hätten wir hier 2 Ferraris. Einer mit einem Frontschaden und der andere auf dem Bügel. Lass uns einmal kurz die Krawatte noch drum machen. Ach du je, niemals. Ne? Die ist ja furchtbar. So eine Krawatte hatte ich bei meiner letzten Hochzeit. Furchtbar, ja, wenn ich nicht mehr habe. Dem Wendler hier im Privaten so zuzuschauen, das ist genauso wie betrunken sein. Man lacht über alles, obwohl es eigentlich nicht so wirklich witzig ist. Und man verliert ständig Gehirnzellen. Ist das auch noch mit Klett? Oh Gott. Die ist mit Klett, ja. Es sei denn, du sagst mir, dass du sowas selber binden kannst. Dann Chapeau. Okay, das ist jetzt aber wirklich ein bisschen unfair. Das hat er ja nur gemacht, damit seine Krawatte zu Laras Schuhen passt. Deswegen gibt es halt einen Klettverschluss. Ja, es sieht natürlich aus wie ein neuer Mensch, ne? Ja. Wenn man jetzt immer nur sieht in Jeans und T-Shirt und Lederjacke und so weiter, ne? Die eigentliche Frage ist ja, wer den Wendler sonst immer einkleidet? Stevie Wonder? Bei der Krawatte bin ich mir immer noch ein bisschen unsicher, ob die nicht immer noch zu breit ist, too much ist. Weil die ist wie so eine, wie sagt man, so ein, wie so eine Wulst Schlabberlätzchen. Weißt ja, du, so das sieht doch so breit Ding aus. Da, das ist irgendwie. Fun Fact,
Sowohl Laura als auch Micha sind circa 5 Jahre vom Schlapperlätzchen-Tragen entfernt. Das ging dann doch fix. Ein Punkt weniger auf der Hochzeits-To-Do-Liste. Also Laura wird vor Neugier natürlich platzen und die will natürlich wissen, was ich mir da ausgesucht habe. Ich werde ihr Fotos zeigen. Ganz wichtig. Laura wird am großen Tag natürlich so eine Art Namensschild tragen, damit der Wendler nicht aus Versehen eines der Blumenmädchen heiratet. Was glaubt ihr, wie lange wird die Wendler-Ehe halten? Bis zum nächsten Schuljahr? Länger? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da und ganz wichtig, schaltet natürlich die Glocke an. Über den Daumen nach oben freue ich mich eh. Der Wendler hatte vor der Nasen-OP schon mal eine andere Nasen-OP. Blöd, dass er sich daran nicht mehr erinnern kann, aber hier gibt's alle Fakten. Klickt unbedingt rein. Eine andere Beauty und einen anderen Nerd gibt's natürlich hier. Das ist ein absolutes Cringe-Fest. Viel Spaß damit und bis ganz bald. Ciao.